Ich weiß nicht, in welcher Zeit ich gelandet bin. Ich aktiviere das Zeitsignal. Also steigt in die Dauntless. Kommt so schnell wie es geht her und rettet meinen Arsch. Etwas zu vulgär für einen Time Master. Also ich würde sagen, ein Zeitpirat. Er hat ein Notsignal abgesetzt. Wir müssen ihn da rausholen. Er ist ein Zeitpirat. Warum sollten wir ihm helfen? Wenn er irgendwo landet, wo er nicht hin soll. Und was tut, was er nicht soll? Haben wir ein tolles Abweichungsfeuerwerk. Und wo genau, denken wir, ist der Kerl nun abgestürzt? So wie es aussieht im Staat Mississippi. 1863. Zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Und das blutigste Jahr in der amerikanischen Geschichte. Dort müssen wir gut aufeinander aufpassen. Ja, und du wirst genau von hier aus auf uns aufpassen. Hä? Das geht nun mal nicht anders. Jemand muss als Verstärkung hierbleiben. Sie hat Ray echt kalt gestellt. Kein Anzug, keine Kräfte, keine Technologie. Oh Mann. Sie hat ihn einfach auf die Ersatzbank gesetzt. Weißt du, ich bin sicher, sie wollte ihn nur in Sicherheit wissen. In dieser Epoche wimmelte es nur so von Gefahren. Womöglich wäre es auch besser, wenn du auch hier bleiben würdest, um Dr. Palmer Gesellschaft zu leisten. Womöglich wäre es besser, wenn Sie hier bleiben. Nicht? Vielleicht, weil Sie nicht schwarz sind? Soll ich nicht gehen, weil Sie fürchten, dass ich 1863 Schwierigkeiten kriege? Ich finde nur, dass es nicht nötig ist, dass du dich einem Grauen aussetzt, das genau in dieser Zeit gewütet hat. Okay. Hören Sie, ich kapiere ja, dass das schwer für Sie zu verstehen ist. Aber wirklich jetzt, ich bin schon mein ganzes Leben lang schwarz. Und mir fällt keine Zeit ein, in der ich mal vorbeischauen könnte, wo es keinen Rassismus gibt. Also bleiben Sie cool, okay? Neben den Funkgeräten gibt's noch ein paar Lunchpakete dazu. Ich schätze, das Essen 1863 war grauenvoll. Also hört zu, die Operation ist einfach. Wir isolieren die Zielperson, zerstören das Zeitschiff und verschwinden wieder. Und dabei trage ich dieses Kleid. Kommt gesund wieder. Mississippi, 1863. Die Temperatur beträgt heute 14 Grad Celsius. Oh, noch eine Zusatzinfo, Leute. Ihr seid in Hinds County. Benannt nach General Thomas Hunt. Hast du gerade... den Langweiler abgestellt? Yep. Leute? Leute? Nicht zu fassen. Das scheint eine Art Fluchtkapsel zu sein. Sie ist sicher aus dem Zeitwirbel gestürzt. Da ist niemand mehr drin. Sieht aus, als läge der Energiekern frei. Bedeutet das das, was ich denke? Das können wir rausfinden. Ich dachte, er fragt nie. Treten Sie alle zurück! Und was als nächstes? War das nicht genug Zündelei für einen Tag, Mr. Rory? Nein, war es nicht, Professor. Ich schätze, dass das heute unsere leichteste Übung war. Hilfe! Bitte helft mir! Hört sich ganz so an. Es kommt von da drüben. Augenblick mal, wir dürfen uns da nicht einmischen. Versuch mich aufzuhalten. Mach das... Frauen. Sie hat wahrlich ein feuriges Gemüt. Das wird sie entweder töten oder sie versaut damit die Zukunft. Los, bringt es zu Ende.